Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Platin auf der Route 215. Steht das da auf dem Schild? Ja, 215. Boah, bin ich gut. Jedenfalls, ich habe die Beeren schon mal kurz in der Pause abgeerntet. Und das heißt, wir können gleich ins Pokémon Center. Können wir nämlich unsere AP wieder auffüllen. Ansonsten dürfte es uns ja eigentlich ganz gut gehen. So, das hätten wir. Tja, und dann würde ich mal sagen, Arena-Time? Wüsste nichts, was uns aufhalten würde. Außer vielleicht unsere Lieblingsraumfahrer. Da, hier gibt es doch bestimmt ein Item. Nicht? Wieso bockt man hier so eine Plattform hin, wenn hier nichts ist? Hi. Sefi, nimmst du die Herausforderung der Arena an? Hui, du wirst von Mal zu Mal stärker, oder scheint das nur so? Was ich hier mache? Oh, ich habe mir die Spielhalle angesehen und... Ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Ach, wie dem auch sei. Halt die Ohren steif. Die rauen Wogen sind mein Ring, aus trüber See hervor ich ging. Ich heiße Wellenbrecher. Wer brecht die Wellen? Wellenbrecher! Wie eine Flut spüle ich dich weg. Du hältst dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht dies Feuersglut. Elektrizität tut ihm nicht gut. Doch wohlgemut, mein Lied ich sing. Die rauen Wogen sind mein Ring. Oh, hallo ihr zwei Hübschen. Wollt ihr die Arena-Laterne herausfordern? Dann lasst mich euch eines sagen. Jung mag sie sein, doch sie ist auch ein wahres Genie. Ich hatte die Ehre, mit ihr zu trainieren. Ich war ganz beeindruckt von ihrer Zähheit und Stärke. Holla, vielleicht hätte ich mich vorstellen sollen. Leiter der Pokémon-Arena, führend im Ringkampf und der Kunst des Liedes. Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg-Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. So random. Ja, dann viel Erfolg in der Pokémon-Arena, Sefi. Komische Kreuze gibt's hier. Hi. Hey, hallo, wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ? Die Arena-Laterne verwendet Pokémon vom Typ Kampf. Damit erledigt sich jedes Pokémon vom Typ Normal. Aber, jetzt hör gut zu, mal unter uns gesagt. Arena-Laterne Hilda sagte, dass Pokémon vom Typ Flug und Psycho richtig gefährlich werden können. Wenn du wirklich gegen sie antreten möchtest, dann hau mal ordentlich gegen die Sandsäcke der Arena. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich soll gegenhauen? Ah, gegenhauen. Hi. Wir sind der Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe. Schra, für die Liebe! Weil für die Liebe! Könnte man auch ein bisschen falsch verstehen, das mit dem Vierer. Ich sag's ja nur. Frag mich, ob die hier Geowurf können. Würde ich nicht so geil finden. Mal abgesehen davon sollten wir relativ safe sein. Zumindest bei den Marshocks. Bei den Mediti sieht es ein bisschen anders aus. Naja, solange sie nur mit Silberblick und Gesichter ankommen, ist alles in Ordnung. So. Und noch ein Marshock. Wer hätte es gedacht? Eigentlich hätte er vier haben müssen. Dann hätte das zum Karate-Vierer viel besser gepasst. Ich meine, was ist denn das? Er sagt, er gehört zum Karate-Vierer und setzt nur drei Pokémon ein. Das passt irgendwie nicht.
und ein wunderschönes Level ab. So. Stand der hier vorher auch schon? Na komm, sei nicht so schüchtern. Sag mal, was ist eigentlich deine Berechtigung hier? Ich merke schon, deine Berechtigung ist es, doof zu sein. Aber hey, wir kommen hier wenigstens lang. Hi. Wir sind der Karateführer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Hier, für die Hoffnung! Ah, dann gib Runkel. Ich glaube, dir wird gleich das Lachen vergehen. Es erschaudert schon vor uns. Hey, der hat 2 Pokémon, der andere hatte 3. Das heißt, der eine... Das wäre so cool, wenn der eine jetzt 1 Pokémon hätte und der andere noch 4 Pokémon. Aber ich glaube nicht, dass ich das zu sehen bekomme. Perfekt. Geht's hier irgendwie weiter? Nein. Ein klassischer Fall von Sackgasse. Gut, dass wir jetzt hier lang kommen. Können das dann noch umschieben. Weil wir es können. Wir sind der Karateführer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Mutes. Ja, für den Mut! Das klingt so seltsam. Du machst mich traurig, Mister. Oh, Emediti. Ja, da können wir es ja gleich mal ausprobieren. Ich hoffe, die Arena hat kein Meditalis. So ein kleines Mediti kriegen wir vielleicht noch, aber Meditalis könnte schon echt ein bisschen gefährlicher werden. Okay, wie gefährlich kann ein Mediti sein, wenn es mit einem Schlag K.O. geht? Quizfrage. Es war eine gute Idee, sich ein Zubat zuzulegen. Das ist schon die zweite Arena, in der wir es gut gebrauchen können. Und wahrscheinlich die letzte, in der wir es einsetzen. Sagen wir es mal so, die restlichen Arenen sind nicht gerade Zubat oder Golbat freundlich. Ich meine, wir haben dann noch die Wasserarena, da kann man es eventuell noch einsetzen. Wir haben die... Hey, lass mich durch, du Fettsack! Wir haben die Dingenskirchens, die Stahlarena. Ja, da wird es ja verdammt viel ausrichten können. Wir haben die, aus Prinzip, die Eisarena, ein großes No. Und wir haben die Elektroarena, ebenfalls ein großes No. So, da hatten wir aufgeräumt und jetzt können wir auch hier hin. Wir müssen den da wegmachen. Damit wir an den hier kommen, der dann was machen kann? Gott! Wir sind der Karateführer. Ich versetze dir einen Schlag am Namen der Tränen. Ja, für die Tränen! Das klang jetzt ein bisschen anders, als es klingen sollte. Irgendwie wollte das eher nicht so rollen.
muss ich mal ein bisschen mehr trinken. Oh, ich habe vergessen, das Level hochzustellen. Ich sau. So. Warte, den können wir jetzt darüber machen? So. Und den jetzt. Nein, nicht da in die Richtung. Gott, ich glaube, hier in der Arena muss man echt wieder ein bisschen durchfinanziert werden, damit die sich hier die Löcher im Boden flicken können. Frage mich sowieso, wer hier das ganze Geld reinbuttert. Irgendwo müssen die Arena-Leiter das ja alles herhaben. Das werden die ja bestimmt nicht aus eigener Tasche bezahlen. Bezahlt das die Pokémon-Liga? Gibt es da sowas? Nein. Ah, Mist. Ein tiefer, bitte. So, und den jetzt nicht da lang. So. Perfekt. Het wieder up. So, wie geht's uns? Uns geht's gut. 28 Flügelschläge sollten, glaube ich, reichen. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich bin die Arenaleiterin Hilda. Ich weiß noch nicht genau, wie es ist, stark zu sein. Und Arenaleiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Wenn sie zufällig Arenaleiterin geworden ist, haben die da irgendwie so, ziehen da irgendwie so Striche drum? Und hatte sie da gerade bei ihrem Pflaster eine transparente Stelle, dass man den Hintergrund gesehen hat? Das muss ich mir aber nochmal in der Nahaufnahme ansehen, wenn ich das später bearbeite. Da vergesse ich es bestimmt. Tja, voll der Cheater. Oder voll die Cheaterin in dem Fall. Aber schön, dass wir Konzentrate haben. So. Das mit Iti war kein Problem. So, mal gucken, was der Maschok auf der Kette hat. Oh, es hat Felsgrab. Das Einzige, was uns da wirklich dran wehtut, ist dass die Initiative sinkt. Aber davon haben wir scheinbar genug, um dieses Mashup zu überholen. So. Na, das Lucario kann bestimmt auch eine Gesteinsattacke, oder? Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Na, es kann Metallklaue. Mit der es uns sogar neutral trifft. Ein Kampf der Neutralitäten ist das hier. Mal gucken, wie viel die Metallklaue jetzt macht. Ich glaube nicht, dass es das schafft. Na, da kannst du aber Ablativ gegen die hier einsetzen. Aha. Wieso haben die Arena-Leiter eigentlich immer so einen Lack? Kann mir das mal einer sagen?
Weißt du was? Ist mir scheißegal. Du greifst physisch an. Ich booste mich. So, du kannst mich mal. Jetzt müssen wir uns nur die Frage stellen, wie wir mit Kummer später angreifen wollen. Lucario ist nämlich noch Typ Stahl. Und wir haben nichts Neutrales gegen Stahl. Ist mir kackegal, was du einsetzt. Ja, ich würde mal sagen, let's go. Interessiert mich nicht. Vielleicht ein bisschen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es nicht gerade als erstes angreift, sondern dass Lucario erst noch angreift und wir in den Notdüngerbereich kommen. Natürlich landet der Herr einen Volltreffer. Natürlich! Ich will auch mal einen Volltreffer landen. Wieso lässt uns das letzte Pokémon vom Arena-Leiter, wieso lässt uns das immer so auflaufen? Das hat immer Volltreffer, also nicht immer Volltreffer, aber es hat häufig Volltreffer, überlebt mit einem KP, die Statusveränderung setzen bei ihm ein. In was für einer Welt leben wir hier? Ich weiß es nicht. Naja, das reicht. Um Luxra wieder flott zu machen. So. Lass mich raten, das Teil hat jetzt wieder Volltreffer und besiegt Luxra mit einem Schlag. Lass mich raten, es überlebt jetzt mit einem KP. Vielleicht sollte ich so etwas öfter sagen. Ich muss die Niederlage akzeptieren. Du bist einfach zu stark. Okay, du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Zephyr hielt den Bergorden von Hilda. Wieso heißt es Bergorden, wenn sie Kampf-Pokémon einsetzt? Das klingt mir nach Boden-Pokémon. Ich sollte dir den Orden der Pokémon wieder erklären. Mit diesen offiziellen Orden kannst du die VM-Fliegen außerhalb von Kämpfen verwenden. Oh, du hast jetzt 4 Orden. Das heißt, dass die Pokémon bis Level 50 gehorchen werden. Und das hier ist auch für dich. TM 60 erhalten. Diese TM 60 beinhaltet die Attacke Ableithieb. Sie fügt Schaden zu und raubt dem CKP. Wir haben, glaube ich, kein einziges Pokémon, das die Attacke lernen kann, oder? Nein. Und dabei hat unser Enton doch Arme. So hätten wir den Schmarrn auch hinter uns. Hi. Hey, Sefi, hör mal, ich brauche deine Hilfe. Diese Typen von Team Galactic haben sich meinen Pokédex geschnappt. Sie rücken ihn nicht heraus. Kannst du mir helfen? Ich warte vor den Lagerräumen von Team Galactic auf dich. Bitte komm!
Ja, wir gehen da mal auf unsere Reise, Pokémon-Meister zu werden. Ciao, Lucius, man sieht sich. Nicht mehr. Ich meine natürlich, ja, warte, wir gehen nur im kurzen Center, dann komme ich sofort. So, packen wir Kurma nach vorne. Ich will jetzt endlich, dass es sich weiterentwickelt. Wäre es schon weiterentwickelt gewesen, wäre der Kampf ein Kinderspiel gewesen. Ist mir egal, gegen wen ich es einsetzen muss. Ist hier oben noch ein Item? Ja, ein Sternstück. Was nun? Hast du auch was? Nun hast du auch noch Verstärkung mitgebracht, nur um dein Pokédex zurückzubekommen? Nun, es wird uns eine Freude sein, euch jammern und weinen zu euren Mamis zurückzuschicken. Lucius. Ich meine, hallo Sefi. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Du erinnerst dich doch noch an diese Typen von Team Galactic? Sie wollten neulich in Jubelstadt die Forschungsergebnisse von Professor Eibe stehlen. Wir hatten einen Zusammenstoß, bei dem sie mir meinen Pokédex geklaut haben. Schließ dich doch mit mir zusammen, damit wir sie uns vorknopfen können. Na, okay. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diesen fiesen Schurken werden wir mit ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Ich kann nicht mehr lesen. Oh, er hat ein Pipi. Na, wenigstens verwirren sie das Pipi und nicht uns. Gefällt mir. Was für ein nützlicher Teamkamerad. So, besiegen wir mal das Zubat, bevor es uns auch noch verwirrt. So. Praktisch. Ein Skankapoo. Na, haust du dich? Nope. Alter, wehe, du setzt das Finale ein. Wehe. Mindestens genauso nützlich. Wow. Naja, gut. Es hat ja auch niemand das Gebunkel angegriffen. Ja, mach's fertig. Besieg all seine Pokémon. Ist das Schadenfreude? So. Das war der kleine Stinker. So, und das war Glibunkel. Kein Wunder, dass sie dir den Pokédex weggenommen haben, wenn du immer so kämpfst. So wundert mich, dass du es überhaupt so weit geschafft hast. Ja, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neu besorgen. Ah, wen interessiert denn so ein dämlicher Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, des ganzen Universums. Ja, nimm schon. Nimm deinen dämlichen Pokédex. Pah! All den Kram, den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir schon sowieso weggeschafft nach Weideburg. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Wie Rüpel. Punkt.
frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von Team Galaktik hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob alles ihnen gehört? Ich bin ja wirklich zu Dank verpflichtet, Sefi. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne meinen Pokédex anstellen sollte. Jemand muss Professor Albert doch bei seinen Forschungen helfen. Das klingt, als würden wir es nicht tun. Tun wir auch genau genommen nicht. Und was hast du denn als nächstes vor, Sefi? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut an der Route 212 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Habt keine Furcht, meine Kinder! Ich bin im Windeseile herbeigeeilt, als ich von einem Duell zwischen Kindern und Team Galaktik hörte. Zu spät, alter Mann, zu spät. Meine erstklassige Spürnase sagte mir sofort, dass ihr es seid. Sieh mal, es ist wieder dieser komische Chaos aus Jubelstadt. Wie ungehobelt, das ist doch mein Genie zu verkennen, ist Teil des Plans. Oh, tut mir leid, wirklich. Es regt mich nur auf, dass Team Galaktik mir meinen Pokédex geklaut hat. Ich habe vor dem Reden gar nicht nachgedacht. Naja, ich gehe mal besser. Nehmt euch vor Team Galaktik in Acht. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von Team Galaktik sind es, die mich interessieren. Habseligkeiten eines Kindes zu stehlen, scheint eine ungewohnt harmlose Tat. Doch ich hege weiter meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich von der Fährte abbringen soll. Wir müssen ihr Gelände untersuchen. Komm mit! Wir werden es unserem prüfenden Blick unterziehen. Alter Mann, wir müssen cutten. Ich wollte es nur sagen. Aha, mein unvergleichlicher Spürsinn sagt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Und somit bleibt nichts anderes übrig, als die Entfleuchten nicht zu verfolgen. Oho, diese versteckte Maschine, sie enthält die Attacke Fliegen. Sefi, ich überlasse sie dir aus Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch, wir dürfen sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns Team Galaktik noch davon. Meinst du nicht, die haben die vielleicht schon eingesetzt? Was haben wir aus dieser Übung nun gelernt? Nicht viel, nun ja. Interessanter ist sowieso das, was ich in der Spielhalle aufschnappte. Team Galaktik hat etwas nach Weideburg transportiert, etwas Verdächtiges. Was sie nur im Sinn haben? Wir wissen es nicht, doch es ist zweifellos grässlich. Das ist meine VM. Möchte ich nur mal klarstellen. Nicht da oben noch was? Nein. So. Gut, und dann sind wir Deck des alten Manns mal wieder hinter der Zeit. Vielen Dank, Lebel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sag ich wie immer, ciao.